Hallo, mein Name ist Ines Berber und ich bin 70 Jahre alt. Und ich wohne seit 10 Jahren im Hasenbergl, genau seit diesem Datum. Und ich bezeichne das als meinen Glückstag. Auch wenn andere die Nase rümpfen beim Namen Hasenbergl, ich habe das nie getan. Denn ich kannte das Hasenbergl schon viel länger, 30, 40 Jahre etwa. Denn ich war 25 Jahre lang Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung und dort in erster Linie verantwortliche Redakteurin für den Münchner Norden. Und so habe ich natürlich das Hasenbergl kennengelernt bei Sitzungen des Bezirksausschusses, Bürgerversammlungen. Alles, was hier los war, habe ich darüber berichtet und später meine Leute berichten lassen. Eigentlich hat mir das Hasenbergl immer gefallen. Ich wohnte zwar in anderen Stadtteilen in München zu der Zeit noch, Schwabing, auch mal in Fürstenfeldbruck, aber das Hasenbergl hat mir immer irgendwie vorgeschwebt. Denn ich fand es sehr grün, sehr schön im Frühjahr, lauter blühende Bäume. Die Leute, die Menschen fand ich hier extrem nett, denn schlechte Menschen oder Trinker oder Penner oder so etwas gibt es in Schwabing auch oder woanders. Also ich habe am Hasenbergl nie dieses schlechte Image gesehen. Und als ich vor 12 Jahren bei der Süddeutschen in den Vorruhestand ging, der natürlich verbunden war mit einer finanziellen Einbuße, musste ich mich nach einer anderen Wohnung umsuchen. Und was tat ich? Natürlich habe ich im Hasenbergl gesucht. Und zwar habe ich mich an die GWG gewandt und rief an und sagte, haben Sie nicht eine Wohnung für mich? Ich bin alleinstehend und bräuchte eine kleine Wohnung. Dann fragte mich die Mitarbeiterin, wollen Sie wirklich ins Hasenbergl? Ist das Ihr Ernst? Und ich sagte, ja, sehr gerne sogar. Und dann sagte sie, ich glaube, ich habe was für Sie. Ich fuhr also hier raus, fuhr in die Grohmannstraße und durfte eine Wohnung besichtigen, die im 8. Stock liegt. Und ich sehe über ganz München in meine geliebten Berge, wo ich aufgewachsen bin. Ich sehe die Frauentürme, ich sehe den Olympiaturm, ich sehe das Oktoberfest. Ich kann alles sehen. Und wie gesagt, bei schönem Wetter oder Föhn sehe ich die Berge zum Greifen nah. Und das Hasenbergl hat mir auch viel, viel beigebracht. Wie schön es ist, dass wir so viele ausländische Mitbürger hier haben. In meinem Haus sind etwa knapp 50 Parteien. Und davon sind 3/4 ausländische Mitbürger. Und zwar alles praktisch vertreten. Aus Afrika, aus Asien, aus den slowenischen Ländern, aus Türkei, Arabien und so weiter. Und ich habe es noch nie in keinem anderen Stadtviertel so erlebt wie hier. Wenn ich zum Beispiel mit vollen Tüten nach Hause kam, um die paar Stufen bis zur Eingangstür hochzugehen, kam mir sofort einer unserer ausländischen Mitbürger entgegen, riss mir die Taschen weg, stellte die mir vor den Lift, hielt mir die Tür noch auf und so weiter. Also so etwas habe ich noch nie erlebt. Und das erlebe ich hier praktisch täglich, seit 10 Jahren. Und ich habe noch nie eine Enttäuschung erlebt. Es haben sich im Haus auch Freundschaften gebildet. Wir tauschen uns aus, wir kochen miteinander, wir reden miteinander. Im Sommer sitzen wir oft draußen, holen unsere Gartenstühle irgendwie raus und essen miteinander. Wir machen auch ein Fest, das natürlich genehmigt ist von der Hausverwaltung, miteinander. Und ich muss ehrlich sagen, dieser Tag hier war einfach mein Glückstag. Seit 10 Jahren bin ich nun im Hasenbergl, wohne ich hier. Und ich bin hier einfach happy.